Willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Wir haben ja die Hauptstory so durchgespielt. Und ja, finden uns jetzt hier wieder auf der Animus-Insel. Da wir ja natürlich spielmäßig natürlich weiterspielen können. Wir haben hier noch die diese Eingangsdinger. Da landen wir in Desmonds Reise, war das ja, soweit ich weiß. Und ich hatte euch ja gesagt, dass wir das am Ende, also nach dem eigentlichen Spiel, machen werden. Und es ist jetzt nach dem eigentlichen Spiel. Deswegen. Machen wir das jetzt auch. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Keine Ahnung, ob die anderen so noch dazu zählen danach. Also wir haben jetzt 5 Dinger, die wir machen können. Das wären dann 5 Aufgaben. Ich mache pro Aufgabe ein Video draus, wenn es nicht zu lang wird. Deswegen schwafeln wir nicht lange weiter rum. Gehen wir ins erste rein. Desmonds Reise. Sind Sie sicher, dass Sie Desmonds Reise Teil 1 Zweifel beginnen möchten? Ja. Bin gespannt, also, was auf uns wartet, was wir machen müssen. Ich habe das noch nicht gesehen, noch nicht gemacht, noch nicht getestet. Und ja, freue mich auf die Sachen, die wir da machen werden. Okay, es wird irgendwas geladen. Eine Datei anscheinend. Okay, bin gespannt. Okay, es lädt immer noch. Ja, dauert eine Weile, okay. Oh, jetzt zu Ende, gut. Unglaublich. Das muss der Kern des Animus sein. Keine Simulation, keine Umgebung. Ich spüre nicht mal meinen Körper. Alles sind nur Daten. Bin ich überhaupt ich selbst? Oder bin ich nur ein Computerprogramm? Okay, wir sind das hier. Okay, wir sind nicht mal wirklich da. Das, ja, macht ein klein wenig Angst. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, cool. Also, wir haben gerade hier so die übelste Ergo-Perspektive. Oh, Mann. Okay. Kann ich da jetzt einfach runterfallen, oder? Wie sieht's aus? Ja. Okay. Wow. Ah, ich kann auch springen. Das ist mal gut zu wissen. Wow. Okay. Wow, Mann. Es ist schon schwierig, wenn man nicht weiß, dass man da ist. Oder wenn man eigentlich nicht da ist, sage ich es mal so. Oh. Ja. Ich glaube, den Sprung schaffe ich schon. Ach so. Okay. Dann gehen wir eben hier lang. Oh, was haben wir denn da? Gut. Ist schon verwirrend. Mein Zuhause. Hier wurde ich geboren. Die Farm. Ja, sie nannten es die Farm. Meine Eltern, 2 Dutzend Paare, einige Kinder. Eine Kommune. Im Wald versteckt. Ah. Jetzt erkenne ich es, okay. Der Animus nimmt anscheinend meine Erinnerung.
Okay. Oh, richtig strange gerade. Wow. Kleine Häuser in den Black Hills. Genau. Blauer Himmel, Feuerstellen, Wind und Benzingestank. Die Generatoren liefen Tag und Nacht. Ich erinnere mich. Wir lebten einfach, fast wie Nomaden. Weit weg von allem. Immer bereit, alles sofort einzupacken und zu verschwinden, falls wir entdeckt wurden. Falls die uns entdeckten. Also war er damals schon mit seiner Familie auf der Flucht? Vor den Templern anscheinend. Die Farm. Es war nicht wirklich eine, oder? Keine echte Farm. Wir pflanzten Gemüse an. Aber ich erinnere mich nicht an Tiere. Ein paar Hunde vielleicht. Die Frage, ist hier noch etwas, oder? Nee, anscheinend nicht. Okay, was ist das jetzt? Hm. Au! Häuser! Hm, da geht's runter. Die Assassinen. Oh. Ich wurde hineingeboren. Ich hatte keine Wahl. Ah. Es ist ein Geburtsrecht. Du bist ein Assassine, sagten sie. Was sollte das nur heißen? Seit meiner Kindheit hörten sie nie auf, das zu sagen. Du bist ein Assassine. Du bist ein Assassine. Und das ist unser Credo. Okay, also hat man ihm damals... Was sollte das heißen? Eine Welt ohne Sinn? Das hat man ihm damals schon eingetrichtert, dass er ein Assassine ist. Und er halt wirklich eine Aufgabe, eine Bestimmung hat, wenn man es so möchte. Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt? Das ist ja das Credo, was wir schon von Ezio gehört haben, beziehungsweise von Altair. Achso, scheiße, wie hieß es jetzt? Ah, ich hab's vergessen. Also alles ist erlaubt, gehört dazu, und nichts ist... Keine Ahnung, aber ich hab's wieder vergessen. Okay. Sie suchen nach uns. Und sie werden nicht aufhören, bis jeder einzelne von uns tot ist. Ja, bis dahin. Eine Zeit lang habe ich geglaubt, aber ich habe nie verstanden. Das ist das Problem, wenn man in was hineingeboren wird. Glauben, ohne zu verstehen. Alle waren so ernst und ängstlich. Oh. All das Gerede von Assassinen und Templern, dem Ende der Welt. Ah, geschafft. Okay. Aber ich bin wirklich gespannt, was wir dann erfahren oder was es hier alles bringt. Ist halt schon sehr merkwürdig hier. Okay, hier hoch. Hin. Da vorne. Lebe nach dem Credo, Esme. Wecke deine Kraft. Oh. Wow.
Okay, mit R1 können wir uns jetzt so kleine Brücken bauen. Ich weiß nicht mehr, wann ich aufhörte zu glauben. Ab wann es mir egal war. Ja. Gute Frage, wo lang? Geh erstmal auch runter. Runter. Muss ich da jetzt rum? Vermutlich. Dann. Gott, es klang alles so lächerlich. Wenn ich das Wort Templer hörte, musste ich lachen. Und Assassin, vergesst es. Oh, ich glaube, ich muss weiter runter. Ja. Ist etwas weiter runter. Wow. Okay. Man kann durch eine andere Kamera einstellen. Also wenn ich jetzt weiter runter gehe, kann ich weiter runter bauen. Wenn ich die Kamera hochsetze, kann ich weiter hoch bauen. Ich denke mal, so schwer ist es nicht. Jetzt müssen wir eigentlich da durch. Oh. Ach, es bewegt sich. Ach. Wie nett. Ja, danke. Ach komm. Und uns eben hier. Ein uralter Krieg, sagten sie. Ein endloser Kampf. Doch mir war es egal. Wer hätte gedacht, dass man ein Kind mit Kriegsgeschichten langweilen kann? Okay, hier ist was. Mehrspieler-Emblem 1 erhalten. Ja. Sehr gut. Ach, da hoch. Okay. Ach so, ah, okay, ja, Man kann es auch wieder entfernen. Ich schätze, ich war einsam. Allein unter Menschen. Ich hätte es ihnen sagen sollen. Vielleicht hätten sie zugehört. Wenn ich nur zurück könnte. Wenn ich mich nur entschuldigen könnte. Oh. Oh. Verdammt. Jetzt kann ich auch. War da irgendwo noch was? Ich weiß nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Oh, okay, ein Ausgang. Ach, wie witzig, das Ding geht da nicht mehr. Okay. Das muss Desmonds Reise Teil 1 gewesen sein. Zweifel. Okay, kommt wieder ein Ladebalken. Also ich würde einfach mal sagen, es war jetzt Desmond Reise Teil 1. Und ja, es dürfte eigentlich nichts mehr kommen. Jetzt müssen wir normalerweise wieder im Animus landen. Und machen dann auch Desmonds Reise Teil 2. Mal gucken, was uns da erwarten wird.